Und damit herzlich willkommen zurück zu Boxboy und Box oder plus Boxgirl. Ja, wie soll ich damit anfangen? Ich habe kurz mal recherchiert zu dem Spiel. Ich wollte mal wissen, wie lang das ungefähr ist. Scheiß nochmal, dieses Spiel hat 16 Welten und wir haben 2 geschafft. Leute. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich hatte erwartet, das wird nach 3-4 Parts zu Ende sein, aber ich glaube, das wird wohl nix. Egal. Wir machen einfach weiter. Ich habe heute nicht wirklich viel zu erzählen, also wir machen einfach. Ich habe übrigens mal diesen Boxboy Multi-Dings da mal angeguckt. Da gibt's ja diesen Modus, wo du mit Boxboy und Boxgirl spielen kannst. Ja, du kannst zum einen halt, wie gesagt, als Einspieler spielen, so wie hier. Nur halt eben, dass man halt eben mit 2 Charakteren spielen muss und diese zum Ziel bringen muss. Oder man macht halt wie eben mit 2 Spielern. Wupp, Vorsicht. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Also wieso? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauchst du halt, hast du quasi entweder wie man schon gesehen hat, wo ich es euch gezeigt habe, man kann quasi das hier spielen, was ich jetzt mache hier. Das normalen Singleplayer. Man kann einen Multiplayer spielen. Mit sowohl bei beiden Charakteren. Als auch. Also man kann diesen Multiplayer, auf gut Deutsch gesagt, eben alleine spielen. Wo er halt sehr umständlich ist, finde ich. Also ich habe das mal angeguckt. Das war sehr umständlich. Ich habe vorher jetzt mal ein Level getestet. Das Tutorial-Level getestet. Also wie gesagt, das ist. Nee. Meins ist es definitiv nicht. Also das ist definitiv nicht. Warte mal. So. Bin ja quasi jetzt regelrecht gezwungen. Hat irgendwie geklappt mit 2, ne? Okay. Wie gesagt, es ist sehr umständlich, wenn man halt quasi zu zweit. Alleine diesen 2-Spieler-Modus spielt. Also, das kann ich ganz ehrlich mal dazu sagen. Hinweis, ich kann mir sogar einen Hinweis geben lassen. Was? Marke investieren, um Hinweise. Ach so! Ich kann quasi meine Punkte, die ich sammle, investieren, um halt quasi. Okay, wie weit geht es überhaupt? Ja, mach mal kurz überlegen. Okay, ich habe ab 3 zur Auswahl. Muss damit irgendwie an die Krone ran. Ja! Ja, wie gesagt, das ist sehr umständlich. Also eins steht auf jeden Fall fest, ich werde diesen Modus nicht spielen, ne? Weil das mir einfach doch zu kompliziert ist. Und ich definitiv nicht in der Lage bin, jemanden zu finden, mit dem ich das spielen kann. Und soweit ich weiß, ja genau, ich glaube auch, online geht das ja sowieso nicht, also ich wüsste es jetzt nicht. Ich kenne auch niemanden, der das Spiel auch selber noch besitzt, also von daher. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, weil nicht, dass dann wieder irgendwelche Anfragen kommen, gut Deutsch gesagt. Dumm.
Okay. Nee, wie gesagt, auf jeden Fall, es ist halt. Für mich nicht möglich, diesen Modus zu spielen, so. Punkt. Und ich, warum soll ich euch noch mal, warum soll ich euch länger mit diesem Spiel quälen, als es überhaupt, als ich überhaupt Mutter gut Deutsch gesagt hatte. Sehr interessant ist dieses Spiel nun nicht wirklich. Seien wir einfach mal ehrlich. Oder jetzt mal ganz im Ernst, wer findet dieses Spiel interessant? Man könnte jetzt hinterfragen, na, warum, wenn du es nicht so interessant findest, warum spielst du es denn überhaupt? Ja. Weil ich es eben interessant finde. Ja, ich finde das interessant. Ja, doch, doch, ja. Nein. Moment, warum wach? Was mache ich hier eigentlich? Das funktioniert doch eh nicht. So funktioniert's. Ja, ich komme wieder vom Eigentlichen ab, was ich eigentlich machen wollte. Wie gesagt, ich finde es interessant. Deswegen habe ich es ja auch an. Deswegen, ich habe das jetzt schließlich auch angefangen, weil ich. Zum einen brauchte ich ein ruhiges, einfaches Spiel. Das heißt einfach. Ich denke mal nicht, dass es einfach bleibt. Ein ruhiges Spiel, was zum wieder Neueinstieg, zum anderen ein Spiel, was auch nicht so kompliziert ist, wenn ich jetzt wieder mit einem Zelda angefangen hätte oder weitergemacht hätte oder keine Ahnung was. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu komplex gewesen, weil das wären dann bestimmt so um die 10, 20 Parts geworden und das ist dann auch nicht so wirklich der Sinn der Sache, finde ich. Und wie gesagt, ich wollte auch nicht wirklich so stark wieder beginnen, sage ich jetzt mal. Hat irgendwie geklappt. Wie gesagt, ich wollte mit was Leichtem anfangen. Da dieses Spiel allerdings 16 Level hat. Und Welten hat sogar. Das hatte ich ja vorher nicht geahnt, weil ich habe dieses Spiel gekauft. Nachdem ich die Demo gespielt habe, haben wir dann gesagt, okay, das könntest du mal als Playen. Hat bestimmt kaum bis jetzt kaum jemand gemacht. Naja gut, mir im Endeffekt ist das mir egal, warum sollte das jemand als Playen? Ja. Ich Let's Plays halt, aber wie gesagt, es ist halt. Ich brauchte irgendwas Einfaches. Um so ein bisschen wieder den Einstieg zu finden, sage ich jetzt mal. Fängt das schon wieder gut an. Nein. Ja, irgendwie jetzt klappt. Ich gehe mal davon aus. So funktioniert's. Das war irgendwie dumm. Und wahrscheinlich so nicht so hätte es so nicht sein sollen. So, wir löschen das mal. Hoffentlich war das jetzt so, wie es sein soll. Auf jeden Fall, ich wollte es halt Let's Playen und so weiter und so. Also, und wenn ich nicht irgendwie Spaß an dem Spiel hätte, hätte ich es auch nicht Let's Play. Also von daher, das muss man auch mal sehen. Ich hab das Let's Play angefangen, weil ich das Spiel lustig fand, nachdem ich die Demo gespielt habe.
und ich die Vollversion mehr oder weniger gekauft habe, sage ich jetzt mal, dachte ich mir, ja, das Let's Play ist halt so ein einfacher Einstieg. Punkt. Irgendwie klappt das mit dem Reden immer nur dann im ersten, in einem Video klappt das dann meistens mit dem Gerede, im zweiten dann wieder nicht, weil irgendwie weiß ich gar nicht mal, was ich sagen soll. Why the hell you doing this? Ja, gut. Dumm. Ich muss auf jeden Fall, die muss auf jeden Fall hier auflegen. So, aufliegen ist das ja. Mensch! Lass die Scheiße! Das könnte wieder zu viel sein. Wieso habe ich jetzt 15? Das könnte sogar schon zu viel sein. Ich habe... I don't have Ahnung. Wie kriege ich die Krone? Wenn ich das so mache, dann komme ich da natürlich ran. Also zumindest komme ich erstmal da ran. Aber an die Krone komme ich nicht. Dumm. Das ist dumm. Lass das doch. Kannst du das nicht einfach ablegen? Wenn ich jetzt einfach da dran springe. Hä? Yeah! Das macht aber auch keinen Sinn, weil jetzt muss ich wieder zurück und wieder noch mehr solche Dinger verwenden. Das ist Blödsinn. Warte. Ich glaube, ich habe da... So etwa. Ich wollte eigentlich bloß 10 Minuten heute aufnehmen. Es hat doch gereicht? Okay. Von mir aus ist es umso besser.
versuche ja immer diese Blöcke zu sparen, weil im Endeffekt je mehr Blöcke du verwendest, desto weniger Abzeichen kriegst du dann am Ende, sage ich mal. Jetzt haben wir, wenn ich so sehe, ich habe für das Level jetzt knappe 15,5 Minuten gebraucht. Für dieses Level. Naja, das ist jetzt nicht gerade wenig. Und einfach mal die Tatsache bedenken, dass jetzt immer noch 13 Welten vor mir liegen. Ist sehr, sehr traurig. Ne, auf jeden Fall mache ich hier erstmal den Cut und dann sehen wir uns dann bei Welt Nummer 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao.